Die Situation ist klar, wir haben aus diesen 5 Spielen nur 5 Punkte geholt. Das ist unbefriedigend, das ist das Erste. Aber ich muss auch sagen, die ersten 3-4 Spiele von der Organisation her und vom Spielen her ist das gut gewesen. Also, man muss jetzt nicht alles schlecht reden, was wir hatten einen Umbruch im Dezember oder im Januar. Und das geht eine gewisse Zeit. Also, wir haben ein schlechtes Spiel gemacht gegen Sio. Da müssen wir nicht diskutieren. Da müssen wir mehr verlangen und da dürfen wir auch mehr verlangen. Und es ist wieder eine Gutmachung. Vieles andere, zum Beispiel die Effizienz und auch der letzte Pass, der sicher nicht gut war gegen sie. Nicht zufriedenstellend und ein bisschen enttäuschend, aber man könnte eigentlich mehr. Wichtig ist auch, dass wir das nächste Spiel vorbereiten. Da sind wir jetzt die ganze Woche dran und wir schauen von Spiel zu Spiel, das ist so. Und probieren jeden Punkt, wo wir können, heimzufahren. Ja. Natürlich, es ist ja nicht befriedigend. Wir bringen Punkte, die wir nicht auf den Platz wollen. Und ja, schiessen zu wenig Goal und so schauen auch zu wenig Punkte raus. Also, unser Moment läuft sicher nicht zufriedenstellend, ja, von den Resultaten her. Und ja, es ist jeden Tag daran am Arbeiten, um das zu ändern. Ja. Wir haben die letzten 4 Spiele, also die ersten 4 Spiele in der Rückrunde, gut angefangen. Wir haben gute Chancen rausgespielt. Wir waren eigentlich relativ ebenbürtig und auch dominant. Wir haben auch unsere Chancen gegen den FC Basel. Also das hat auf die eine Seite auch kippen. Jetzt haben wir gegen sie auch wirklich ein schlechtes Spiel eingefangen. Wir müssen jetzt nicht alles in Frage stellen, was wir vorne richtig gemacht haben. Und noch eines, wir brauchen dann auch ein bisschen mehr Geduld. Und die Erwartungshaltung ist natürlich bei Zürich manchmal ein bisschen auf kurze Beine gestellt, muss ich sagen. Und jetzt brauchen wir halt ein bisschen Zeit und der Umbruch der wird stattfinden und es wird weiterhin gute Spiele geben und auch wieder Spiele, wo wir uns fragen, ja, wie hätte das können passieren oder wieso kann man nicht das und dieses und jenes besser machen. Aber nur eines, wir brauchen ein bisschen Geduld, dass man von der Ausbeute her mit diesen 5 Spielen 5 Punkte zu wenig macht. Und, das ist klar, das müssen wir uns verbessern und das müssen wir in Lausanne in aller Deutlichkeit zeigen.